Guten Morgen, Sonntag. So, ich habe es vorhin schon gesagt, das Federchen hat mir das Universum geschickt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Immer mal die Augen aufhalten, was das Universum uns für Zeichen gibt. Ganz wichtig. So, ihr Süßen, auch hier nochmal danke, danke, danke für eure Abos, für eure gute Genesungswünsche, für eure Tipps. Tipps war das Wort, was mir eben nicht eingefallen ist. Was ich also machen kann fürs Stimmchen, wie gesagt, keine Schmerzen, keine Erkältung. Ich fühle mich wie das blöde Leben, wie 28. Ich habe nur einfach keine Stimme mehr. Ich glaube, es wird wieder eine Stimmbandentzündung. Ihr hört es, eben ging es noch, jetzt wird es schon wieder schlechter. Deshalb machen wir schnell, dass wir davon kommen heute. Ist auch so alles ein bisschen spät. Nee, es ist ja eigentlich erst morgens 4 Uhr. Was rede ich dann schon wieder? So. Was hat uns denn der Sonntag zu sagen? Und ich habe immer noch ein Schälchen an, wie man sieht. So, was möchte. So. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Samstag gehabt. Bei mir war es leider nichts. Oh, es geht um euch. Das ist aber schön, oder? Eieieiei. Und schon wieder der Job. Oder die feste Verankerung. Jetzt blendet das Licht wieder. Na, aller Hops geht doch mit ein bisschen gute Wille. So, Gespräche. Oh Gott, oh Gott. Gespräche mit ihr. Job. Also ich meine, es will ja keiner, dass Black Mamba auf uns zukommt, oder? Und auf uns mit uns babbeln tut. Ich glaube, du drehst den ganzen Rücken zu, weil er einfach auf das ganze Geschwätz und das Gebabbel keinen Bock mehr hast. So. Sehnsüchte, feste, aber guck mal, wie schön. Du kriegst eine feste Verankerung, sieht man wieder nicht. Ah. Du kriegst eine. Jetzt sind die Karten wirklich nicht sehr groß. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Du kriegst entweder den Vertrag. Arbeitsmäßig, also ich glaube wirklich ganz viele von euch fangen am 1.8. oder am 1.9. neuen Job an. Ja, kein Bock mehr auf Black Mamba. Kein Bock mehr auf Verwicklungen, Verstrickungen im Gespräch und immer wieder dieselbe Leier. Beziehung, wenn man es auf die Beziehung sieht, liegt es ein bisschen in der Blockade. Eine Karte noch für das liebes Universum. Diese kleine dicke Maus. So, es kommt aber zu Veränderungen. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt sogar sagen, außer mein Federchen, mein neues. Ich würde jetzt sogar sagen, Black Mamba hat Bock auf Veränderung. Die sehnen sich nach Veränderung. Der geht es auch nicht gut, die sehen sich nach Veränderung. Hat aber auch ein bisschen Angst, diese feste Verbindung loszulassen. Und wie lustig, ihr habt auch Angst vor was Neuem. Sehnsucht, habt ein bisschen Bauchweh, was das betrifft. Was haben wir unten drunter? Die Stabilität, also alles wird gut. Ich glaube vielmehr, das sind irgendwelche Gespräche, die geführt werden müssen mit einem Chef oder einer Chefin. Ich glaube, dass das was mit ihr zu tun hat, kriege ich so nicht rein. Aber es kommen gute Nachrichten. Im Sommer noch höchste Glückskarte. Stehen ins Haus. Kriegst wieder Stabilität. Na guck, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, ich gucke ja immer nur eigentlich bis zum Kreuz. Der Seelenpartner kommt schneller geritten auf seinem Pony. Pony ist wieder ein bisschen langsamer. Außer diese Wildpferde, diese Wildpferd-Ponys-Gedöns da. Die struppische. Im Sommer. Ich krieg ein ganz warmes Gefühl rein. Also er sehnt sich sehr nach euch, kriege ich gerade.
Er kommt wieder in seine Stabilität, er kommt ins Haus geritten. Im Moment fühlt er sich noch ein bisschen wie im Gefängnis, hatten wir ja auch vorhin im Seelenpartner-Gedöns. Also er kommt wirklich aus seiner Transformation raus. Wo haben wir ihn dann? Der Schatz. Er schaut ja Seelenpartnerschaft, die hat er im Rücken, da weiß er nicht so genau, was er damit machen soll. Es gibt noch etwas zu umschiffen, das Ganze endet aber mit Erfolg. Also immer mehr werde ich mir sicher, dass er langsam in die Gang kommt, wirklich wahr. Der kommt langsam in die Gang. Sollen wir mal Black Mamba nochmal abdecken? Ja? Okay. Krieg ich jetzt gerade so rein. Eine Karte bitte auf die Schlange. Liebes Universum, eine Karte auf die Schlange. Zwei. Na guck, was soll ich sagen? Und noch auf den Berg. Ach, wie schön. Na guckt mal. Werden abgeschlossen. Die Ängste, der Kummer, diese Blockade, wird was Neues eröffnet. In der Liebe kommen die Veränderungen. Was will uns die Sehnsucht sagen? Was ich immer wieder sage, er kommt als guter Freund ums Eck. Die zwei hätte ich jetzt also auch noch rausgesollt, die lege ich jetzt mal hier hin, sehen wir das noch hier. Also, Sehnsucht, zweimal Sehnsucht. Und es kommen Botschaften. Noch ist er ein bisschen aufgeregt, weiß nicht so, wie er vorwärts kommt. Kommt erstmal als Freund ums Eck. Habe ich immer wieder, glaube ich auch, dass es so ist. Also wenn euer Seelenpartner plötzlich vor der Tür steht, beziehungsweise ruft an und sagt, kann man Kaffee trinken gehen? Bitte nicht. Dann seid großzügig. Also haben wir, das hatten wir eben auch. Dann seid wirklich großzügig. Und dann müsst ihr wirklich gut kommunizieren miteinander, klar und deutlich. Also nichts irgendwie hinrum und alles Mögliche. Ist mein Federchen runtergefallen. Sondern ganz klar miteinander sprechen, vor allem ehrlich sein. Das ist die halbe Miete. Also du hast im Moment keinen Bock mehr auf dieses ganze Gedöns. Deshalb guckst du raus. Du willst das nicht mehr. So. Es muss noch Trauerarbeit geleistet werden, ist ganz klar, sage ich immer wieder. Wenn euer Herzmensch sich trennt, geht das ja nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht spurlos an jemand vorbei. Also ganz ehrlich, ich kann das nie so verstehen, wenn die Leute sagen, pff, dann soll er doch einfach gehen. Ja, ist alles immer nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Da hängen nämlich auch die Finanzen dran. Vielleicht gibt's Kinder, muss man Unterhalt bezahlen, verdient vielleicht nicht so viel. Gibt's tausend Sachen. Hat ein Haus gekauft, hat Verpflichtungen bei der Bank. Ja, was weiß der Kuckuck was. Also es ist immer irgendetwas, was bearbeitet werden muss. So, jetzt haben wir wieder die Beziehungsdynamik. Also es ist eigentlich wie immer. Es ist jetzt eigentlich ganz ehrlich wie die ganze Woche. So. Und das, und genau aus dem Grund glaube ich, die Karten sind immer irgendwie verwurschtelt dabei, Kinder. Was habe ich eben gerade gesagt? Kinder. Religiöse Faktoren. Da glaube ich, ist es immer so, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich denke, du bist schon viel weiter in deinem Prozess und er muss halt nachlaufen, die Schnecke muss halt nachlaufen. Hier, ihr habt euch schon früher gekannt. Das glaube ich also auch immer. Und genau aus dem Grund ist es auch so schwierig, weil man irgendwann mal einen Vertrag ohne Schrippe hat im Himmel. Und okay. Und dann ist die Nummer da. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich manchmal die Karten nicht die Unterseite sage, weil ich es nicht soll. Ganz einfach. Wenn ich soll, sage ich es wie hier. Und da soll ich es nicht sagen, warum auch immer. So, perfektes Timing. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du vorwärts gehst. Bei mir ist auch das perfekte Timing immer, das Universum wird es richten. Das Universum hat genau dieses Timing, wie es passt. So, Übung, Übung, Übung.
Okay. Du sollst also täglich meditieren, du sollst täglich immer mehr versuchen, in deiner Mitte zu bleiben, deine Dinge zu machen, deine Sachen zu machen. Das ist wirklich, das ist eine Lernaufgabe, das kann man lernen, das Übung macht den Meister. Das ist einfach so. Je mehr ihr übt, nicht 24, 12, 24, 7, 24, 12 ist auch schön, gell? Das ganze Jahr. 24, 7 an ihn zu denken, in seinem Energiefeld rumzuforschen, was auch immer. Übt das. Ganz ehrlich, es funktioniert. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Es wird funktionieren. Am Anfang gibt es viel Tränen, man weint viel. Man ist dann immer doch noch mal versucht, bei WhatsApp zu gucken oder bei Facebook zu gucken. Ist er da? Was macht er denn? Was hat er gepostet? Mit wem schreibt er gerade? Und wenn es so weit ist, dass ihr so viel geübt habt, es ist euch egal, ob der online ist, ob der nicht online ist, mit wem der schreibt, mit wem der nicht schreibt, was für Bilder der bei Facebook postet oder sonst wo. Dann seid ihr ganz weit vorne. Dann seid ihr nämlich kurz vor der Vollendung, dass ihr es geschafft habt. So, spirituelle Lehre. Es gehört zu deinem Lebenssinn, Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Genau das ist es nämlich, was ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, mir Mädels sind da viel weiter. Oder auch die Jungs, die hier zugucken, sind viel weiter. Okay. Also jetzt doch nochmal schneckerisch Gedöns hier mit Botschaften vom Seelenpartner. Ich wollte ja nicht, ich mag das eigentlich gar nicht hier. Aber das Universum sagt, ich soll da jetzt noch ein bisschen mischen. Drei Karten bitte, okay? Dankeschön. So, ich möchte dich zurückhaben. Also, bitte hör nicht auf. Bitte gib uns nicht auf, ich brauche dich. Ich wünschte mir, dass ich all meine Worte zurücknehmen könnte. Ja, manchmal erst überlegen und dann sprechen. Ich werde dich für immer lieben. Ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschluss für heute Morgen. Obwohl ja es Abend ist. Wie gesagt, er liebt dich. Bitte gib die Hoffnung nicht auf. Ganz ehrlich, geh tief in dich. Hör auf dein Herz. Willst du ihn? Dann bleibt dir eh nichts anderes übrig, wie die Hoffnung stirbt zuletzt und zu warten. Also nicht warten, sag ich immer wieder, bitte nicht falsch verstehen. Nicht lieb langen Tag da sitzen und denken, oh Gott, wann meldet er sich, wann ruft der an, wann schreibt der, wann. Nee, mach dein Ding, geh raus, hab Spaß. Sommer ist gleich rum, den man nicht hatte. Also genieß noch alles, was du genießen kannst. Wer weiß, was im Oktober ist, da wird wieder vielleicht alles dicht gemacht. Wir hoffen nicht, könnte aber sein. Also macht jetzt all das, was ihr machen wollt. Mit den Mädels, mit den Jungs, egal mit wem. Geht einfach mal allein raus. Ob ihr es glaubt oder nicht, das geht auch. Man kann als Frau ganz allein irgendwo hingehen, essen gehen schön, sich an den See setzen, Buch lesen. Mach einfach dein Ding. Und dann kommt er auch schon nach, der Herr Schneckerisch, der braucht halt ein bisschen. Es ist ja auch, ich sage das wirklich immer wieder, da wäre ich auch nicht mit drüber. Es ist nicht einfach, sich zu trennen. Es ist ganz einfach, sich zu trennen, wenn man da schon jemand hat. Aber wer will denn das? Ganz ehrlich, wer will denn aus dem Eimer, das klappt nicht. Wer möchte das denn schon aus dem einen warmen Bett in das andere warme Bett? Wollt ihr das? Nee, ich will das nicht. Also es wird, glaube ich, findet keine Frau toll. Lasst den sich trennen, der soll sich eure Boot suchen, lernt euch erst einmal kennen. Weil ganz ehrlich, meistens ist das ja hier diese Konstellation mit der Dreierverbindung oder Viererverbindung. Kennt man sich da richtig? Nee, macht man nicht. Weiß man, was der anderen vermacke hat? Nee, weiß man nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn man die Affäre ist, ist es ja immer schön. Das sind dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 gestohlene Stunden. Da zeigt sich jeder von seiner besten Seite. Aber ihr wisst nicht, ob der Mann sie zur Bassa auf dem Wäschbecken lässt, was euch auch kotzt. Oder abends mit stinkischer Socke ins Bett geht. Oder was auch immer. Sich rasiert und die ganze Haarflin im Waschbecken rum. Oder einen Pelz auf dem Rücken hat.
Will man das? Nee, das will man nicht. Also muss man erst mal gucken. Der soll in seinem Boot leben, bleib du in deinem Boot leben. Und dann geht man mal davon aus, man trifft sich ein paar Mal, man geht mal essen, kann der eigentlich mit mir sein Gabel essen. Also ich glaube jetzt nicht, dass man, wenn man sich diese gestohlenen Stunden hat, dass man dann Pizza essen tut. Ich glaube nicht. Da wird nicht so drauf Acht geben, ob man mit Messer in Gabel essen kann. Also ich finde es sehr wichtig, dass ein Mann das Werkzeug gut in der Hand halten kann. Was auch immer. So, schon wieder so viel gebabbelt. Fühlt euch umärmelt, ummantelt, geherzt, gedrückt. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag. Relaxed, bleibt ganz ruhig, macht all das, wozu ihr Spaß habt. Und vor allen Dingen macht nichts, was ich nicht auch mache, Dad. So, jetzt muss das Stimmchen wieder schonen. Bis heute Abend zum Schneckerisch-Gedöns im Hexenhaus hier. Ciao, ciao.